Dann darf ich Sie recht herzlich willkommen heißen zur Medigration 2024 hier im schönen Konzerthaus Freiburg. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Psst, ein bisschen Ruhe reinkommen lassen. Ich habe Zeit. Super. Ja, perfekt. Und ich glaube, jetzt hat auch jeder ein Plätzchen gefunden. Ansonsten wären tatsächlich noch da 2, 3 Plätze frei. Und wie gesagt, wenn Sie jetzt nicht an Ihrem Platz sitzen, das macht überhaupt nichts. Bleiben Sie da erstmal sitzen und genießen Sie die Veranstaltung. Ja, bevor wir direkt ins Programm einsteigen, möchte ich Ihnen ein bisschen was zur FIA Academy erzählen. Sie sehen hier hinten auch schön geschrieben, Freiburg International Academy. Wir kürzen das immer mit der FIA Academy ab. Und die gibt es seit circa 10 Jahren. Und auch da möchte ich Ihnen zur Geschichte nochmal das ein oder andere mit auf den Weg geben. Ja, was macht die FIA Academy überhaupt? Sie beschäftigt sich mit der Qualifizierung und mit der Weiterbildung von internationalen Gesundheitsfachkräften. Und ich glaube, der Gründer der FIA Academy passt einfach perfekt, weil er ein Paradebeispiel dafür ist, wie es laufen kann und welche Karriere man auch hier in Deutschland machen kann. Ich freue mich sehr, dass er irgendwann, ja so vor circa 10 Jahren, als er selber bei seinem Master of Medical Education an der Freiburger Universität oder beziehungsweise am Universitätsklinikum Freiburg tätig war, studiert hat, auf die Idee kam, ich möchte doch Weiterbildungskurse anbieten, ich möchte Programme anbieten für die fachsprachliche, für die sprachliche und sonstigen fachlichen Dinge für die internationalen Gesundheitskräfte. Und daraus ist nicht nur etwas in der Region Freiburg entstanden, sondern daraus ist auch ein Test entstanden. Und dieser Test, der ist mittlerweile in mehreren Bundesländern anerkannt als Qualifizierung, als Prüfung. Und ich glaube, da kann man sehr stolz drauf sein, dass man für diesen Kommunikationstest eben auch, ja, vielleicht auch die Brücke geschlagen hat, dass immer mehr internationale Gesundheitsfachkräfte auch sagen, ich finde das toll und habe dadurch ganz andere Möglichkeiten durch diese Weiterbildung. Das erstmal zur Entstehungsgeschichte. Und die FIA hat also, um das nochmal rund zu machen, die FIA Academy, die hat also einen Anspruch, die Integration von internationalen Gesundheitsfachkräften zu fördern. Und so ist auch 2017 die erste Medigration ins Leben gerufen worden, weil man gesagt hat, es reicht vielleicht auch nicht, diese Weiterbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen zu haben, sondern wir müssen in Austausch gehen. Und das machen wir auch bei der Medigration 2024. Es ist also ganz wichtig, dass wir heute nicht nur zum Netzwerken, zum Beisammensein hier da sind. Das ist auch wichtig, möchte ich nicht außer Frage oder beziehungsweise in Frage stellen. Aber ich glaube, es ist noch viel wichtiger, gerade in diesen volatilen Zeiten, dass wir Lösungsansätze diskutieren, auf der Bühne, außerhalb der Bühne und vielleicht auch was mit nach Hause nehmen und ja, unseren Gedanken zu dem Thema freien Lauf lassen. Und wir haben uns überlegt, dass wir dieses Jahr 2024 den Fachkräftemangel im ländlichen Raum als Fokusthema nehmen. Weil gerade im ländlichen Raum wird der Gesundheitsfachkräftemangel in den nächsten Jahren zunehmen und gerade da müssen wir Lösungsstrategien entwickeln. Und wir freuen uns sehr, dass wir da mit Ihnen heute in den Austausch gehen können. Er ist nicht nur der Gründer der FIA Academy, sondern er ist auch heute Ihr Gastgeber und Initiator. Wir freuen uns sehr, dass Sie diese Veranstaltung ins Leben gerufen haben. Professor Nabil Farhan. Wir sprechen über den ländlichen Raum, über die Chancen und Herausforderungen. Wir möchten nicht nur jetzt hier mit Experten und mit Betroffenen diskutieren, sondern wir möchten auch gemeinsame Projekte für die ländliche Region entstehen lassen, damit nach dieser Podiumsdiskussion, wie man so schön sagt, es weitergeht. Und auch hier möchten wir über Themen sprechen, wie vielleicht auch die Digitalisierung uns helfen kann und wie wir Gesundheitsressourcen nachhaltig nutzen können. Also das Thema machen wir heute dann auch noch mal ein bisschen größer und nehmen auch Themen wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit rein. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört und auch Ansätze zu Themen, wo wir heute auch drüber sprechen möchten. Sie haben ja gehört, wir haben Expertinnen, Experten mit im Kreise. Wir haben aber auch die Betroffenen heute hier in der Runde mit dabei. Und da schaue ich mal direkt zu Frau Dr. Hessler-Rusch rüber, denn
Sie haben ja auch ein bisschen was aus Ihrem Alltag erzählt in Ihrer Tätigkeit. Vielleicht mögen Sie eingangs mal erzählen, wie gravierend ist denn im ländlichen Raum der Fachkräftemangel aktuell, wenn wir 2024 betrachten, mit der Fokussierung eben auf den ländlichen Raum. Ist es kurz vor 12, um das mal anders zu formulieren? Und kam das Ganze gesteuert aus dem Medizinsektor oder hat die Politik den ersten, ich sag mal, Anschub gebracht, indem Sie gesagt haben, wir brauchen da die Sprachkurse und alles. Wissen Sie das? Dann schaue ich mal vielleicht rüber, was kann die Politik tun, damit wir vielleicht am Beispiel Skandinavien ähnlich agieren, um eben halt die ganzen Dinge auch, was man gehört hat, eine gewisse Dynamik zu geben, weil die Dynamik fehlt ja hier, wie wir gehört haben. Super, vielleicht kann das Frau Breuer auch nochmal so auf Bundesebene ergänzen und wo auch die größten Herausforderungen sind, wenn wir an die internationalen Fachkräfte im Gesundheitswesen denken. Es wird jetzt noch komplexer hier bei unserer Thematik, aber auf der anderen Seite kann das auch die Lösung sein. Und jetzt kommen Sie zum Zuge, Herr Dr. Köplin. Und zwar möchte ich über die Digitalisierung sprechen und vielleicht auch das Potenzial, was wir in der künstlichen Intelligenz sehen können. Weil vielleicht schaffen wir es ja auch an der einen oder anderen Stelle, eine Arbeitskraft zumindest nicht wegzudrängen, aber zu entlasten durch die Digitalisierung und durch den Einsatz von KI. Welche Möglichkeiten sehen Sie da? Wie kann uns das vielleicht auch helfen, auch wenn wir dennoch natürlich das, was Sie auch gesagt haben, Frau Dierks, was Sie alles vorhaben, das brauchen wir, aber wir haben eben halt auch eine sehr große Herausforderung. Wie kann Digitalisierung KI helfen? Dann würde ich sagen, von der KI und Digitalisierung kommen wir nochmal zurück zu unseren Fachkräften aus dem Ausland. Welche Hürden gibt es da, wenn es um Abschlüsse geht, die man überwinden muss? Vielleicht kann ich die Frage an Frau Hetzler-Rusch auch noch mal richten und direkt daneben auch Frau Breuer. Nehmen wir erstmal Frau Breuer und dann vielleicht auch aus der Praxis danach noch mal gesprochen. Ich fange erstmal mit Frau Breuer an und vor allen Dingen, wie schaffen wir das, die Fachkräfte ganz salopp gesagt dann auch wirklich erfolgreich zu integrieren? Haben Sie da Best-Practice-Beispiele? Ich würde jetzt gerne zum Ende der Podiumsdiskussion, bevor wir auch gleich noch mal so eine Abschlussrunde machen, jetzt noch mal das Mikrofon an Frau Dr. Hetzler-Rusch, weil ich würde gerne da noch mal einen Schritt weitergehen. Jetzt gibt es vielleicht auch als Lösung Jobsharing, Teilzeitmodelle. Da haben Sie wahrscheinlich auch Erfahrungen, von denen wir schöpfen können. Wie sehen Sie da das Potenzial, dass man dadurch auch dieses ganze Gesundheitssystem am Ende entlastet eben, dass man vielleicht auch, es wurde heute eingangs bei einer Rede auch gesagt, Vereinbarkeit mit Familie, nicht jede Ärztin kann vielleicht Vollzeit tätig sein, unabhängig jetzt vom Herkunftsland, also auch eine deutsche Ärztin hat vielleicht auch gesagt, sie möchte Jobsharing oder Ähnliches ins Auge fassen. Sehen Sie da Potenzial? Ich würde gerne abschließend von allen von Ihnen nochmal so ein kurzes Statement, wie Sie jetzt auch in Zukunft vielleicht auch aus so einer Veranstaltung heute rausgehen und sagen, das ist so mein Thema, das ist mein Herzensthema, das möchte ich angehen. Jetzt mal unabhängig, ob Sie es dann durchgesetzt kriegen und ob die Instanz darüber das übernimmt und ins Rollen bringt. Einfach, dass man nochmal spürt, an welchen Projekten Sie jetzt arbeiten, weil ich auch eingangs gesagt habe, wir möchten heute auch Projekte mitnehmen. Wir haben ja auch im Anschluss gleich noch einen Vortrag und auch da kriegen wir sicherlich mal Impulse. Ich sehe schon jetzt nachdenkliche Gesichter. Wer mag von Ihnen starten? Feel free. Wer hat da schon Gedanken, wo er sagt, so, das ist das Erste, was ich auf jeden Fall weiter, wofür ich kämpfe und wofür ich brenne? Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie die Voraussetzungen für all das, was wir brauchen, was die Praxis später auch braucht, was die Fachärzte und die Ärzte brauchen, dass Sie das schaffen. Haben Sie ja gerade eben angesprochen, Sie wollen ein bisschen Drive reinbringen und der Titel heißt ja Chancen und vielleicht auch Herausforderungen, die wir haben und ich glaube, das hält sich so die Waage. Ja? Wir haben auf der einen Seite Riesenchancen, aber wir haben eben, wie wir auch gehört haben, weil es noch ein bisschen stockt und weil wir einfach zu viel Bürokratie haben und zu wenig Digitalisierung, haben wir eben halt auch noch viele Herausforderungen. Es ist sehr schwierig, wie man auch raushören kann jetzt aus den letzten 60 Minuten, weil es einfach ein Riesenfass am Ende ist. Und wir ja nicht nur über Migration sprechen und Integration, sondern viel, viel mehr Digitalisierung, KI, da jetzt konkrete Lösungsansätze jetzt auf ein Papier zu schreiben. Aber ich glaube, es ist ein Riesenmehrwert, von Ihren Erfahrungen zu schöpfen aus jedem einzelnen Segment und heute eben auch, und das wurde ja auch gerade noch mal erwähnt, dann in den Austausch gehen zu können. Und da darf ich auch gleich mal an unsere Gäste noch mal den Appell richten. Nutzen Sie die Chance, wenn Sie sagen, auch mit der ein oder anderen Person hier aus dem Podium möchte ich gleich noch mal
in circa 20, 30 Minuten nochmal in den Dialog gehen. Machen Sie das, gehen Sie in den Austausch, nutzen Sie auch dieses Netzwerk, was wir heute ja bieten möchten. Wir möchten jetzt uns erstmal an dieser Stelle bei allen bedanken, auch bei Herrn Skiber zum Beispiel, also bei allen Referenten, die heute hier auch ein Grußwort an uns gerichtet haben. Dankeschön, denn bevor wir dann auch zum Networking übergehen, möchte ich nochmal eine andere Perspektive hören und die bekommen wir von Herrn Professor Verhahn präsentiert, denn er hat sich auch Gedanken gemacht vor der Veranstaltung über mögliche Lösungsansätze, wie wir die Herausforderungen der Zeit im Medizinsektor annehmen können. Und ich bin sehr gespannt, wie die Lösungsansätze lauten und was wir davon dann auch vielleicht auch in unsere Projekte, die wir am Ende der Veranstaltung dann auch entstehen lassen möchten, mitnehmen können. Also viel Spaß mit Herrn Professor Verhahn. Bitteschön.